Ich begrüße dich ganz herzlich zu den Tagesenergien hier bei Zapunzels Orakel. Wir schauen mal, was dieser Tag, die nächsten 24 Stunden, so im Gepäck haben möchte. Auf jeden Fall viel Sonne hier bei uns, das ist mir schon wieder fast zu viel. Aber was willst du machen? Es so annehmen, wie es eben ist. Heute wird entweder dir eine Entscheidung abverlangt oder es kommt ein Mensch um die Ecke, der eine Entscheidung trifft und dich da irgendwo involviert, mit einbezieht in diese Entscheidung, vielleicht sogar ungefragt. Das ist natürlich eine Sache, wo manche Menschen dann allergisch reagieren. Es ist auch die Frage, wer da diese Entscheidung trifft. Es ist ja grundsätzlich so, dass die Entscheidungen, die dein Leben betreffen, auch von dir getroffen werden dürfen. Gibt es da noch eine weitere Info? Na, das ist ja interessant. Und was gibt es noch in den nächsten 24 Stunden? Genau, um das Thema Erwartungen und um das Thema Selbstliebe oder Selbstwert. Wenn du jemand anderes in deine Entscheidungen einschließt, dann kann das sowohl gemeint sein wie nur irgendetwas. Dann bestimmst du über jemand anderes. Und ne, das kannst du dir auch ummodeln, wenn jemand anders das mit dir tut. Ist dann auch so die Frage, wie die Beweggründe sind. Es gibt Menschen, die können weit voraussehen und wissen dann auch, dass die Schritte, die sie gehen möchten, gut sind und auch zum Besten führen und meinen das dann vielleicht nicht böse, indem sie dich mit einbeziehen und trotzdem übersehen diese Menschen dadurch eine Kleinigkeit, nämlich dass sie dir Entscheidungen abgenommen haben. Oder wie gesagt, du diesen Menschen. Nun ja, wir schauen mal, ob es noch ein bisschen konkreter geht. Ja, das Thema Erwartungen darf halt eben auch nochmal unter die Lupe genommen werden. Von anderen Menschen was zu erwarten ist meistens dazu verurteilt, dass Enttäuschung stattfindet. Wenn du was erwartest, erwartest es von dir selbst. Entscheidungen dürfen immer gemeinsam getroffen werden, wenn es mehrere Menschen angeht. Hier kommt heute eine Nachricht auf dich zu, die dich erwachen lässt. Eine Sache, die vielleicht dir noch überhaupt nicht so richtig aufgefallen oder bewusst geworden ist. Und es wird ein Mensch sein, mit dem du zu tun hast, wo Herz-zu-Herz-Gespräche stattfinden können, wo reger Austausch stattfindet und so weiter und so fort. Na, das kann hier auch ein Chef sein und selbst ein Chef hat nicht das Recht, einfach über deine Zeit zu verfügen. Also nicht einfach so. Was habe ich letztens gehört? Da hat mein Chef gesagt, kannst du mal 2 Stunden länger bleiben. Und ja, wenn der jemand das dann auch tut, dann ist das eine Entscheidung, die dieser Mensch ja selbst getroffen hat. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass niemand jemand anderen regieren darf. Ich lasse mal so stehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt die Sonne oder was auch immer. Freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist und lass mal liebe Grüße da. Bis dann.